Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und willkommen. Natürlich, es geht los. Es geht. Ich habe schon lange drauf gewartet. Ihr habt lange drauf gewartet. Es geht los mit fucking Elden Ring. Ich bin gespannt. Auch der Auftakt jetzt wird jetzt schon richtig spannend. Ich habe überall, nee, gefühlt Gänsehaut. Nicht tatsächlich Gänsehaut, aber jetzt geht's los. Werden wir sterben? Werde ich das gut meistern können? Wird es vielleicht eins meiner neuen Lieblingsspiele? Ich hoffe, ihr seid dabei. Jetzt fängt das Spektakel an. Let's fucking do this. So. Ja, es läuft. Spiel wird angezeigt. Ihr seht es hier in großer Schrift Elden Ring. Wie gesagt, das System weiß ich gar nicht. Vielleicht müssen wir im Spiel ein paar Sachen umstellen. Aber ich würde jetzt sagen, einfach ab geht's. Los geht's, neues Spiel. Helligkeit. Ich weiß jetzt nicht, wie ich bei euch die Helligkeit einstellen soll, damit ihr auch was seht. Wenn es einfach zu dunkel für euch ist, wie gesagt, schreibt es in den Chat rein. Aber ich denke mal, so könnte das klappen. Ich lasse es einfach mal auf Mittel. Alter. Kameraachse. Filmeffekt. Ja, geil. Mach mal. Kameratempo. Was weiß ich? Bin ich gespannt. Oh, was machen wir? Gibt's da so eine Info? Wer was ist? Ein Held? Krieger oder Vagabund? Gibt's da noch mehr? Oder gibt's noch mehr? Bandit? Astrologe? Will er den Gegner das Horoskop sagen? Ein Prophet, der arme Dude, ey. Die sehen nix. Die können sich den Gacken nicht richtig bewegen. Samurai. Auf jeden Samurai nehmen wir. Gefangener ist richtig fies. Bekenner. Ein Bettler. Naked. Also ich würde sagen, also Samurai gefällt mir schon mal sehr gut. Attribute anzeigen. Ah ja, okay. Dann sehen wir mal die Attribute. Gehen wir mal von Anfang. Stufe 9, Stufe 8. Was sind das für Stufen? Stufe ist doch ein Level. Haben die jetzt schon ein Level oder was? Stufe 1. Ah, die haben dann schon eine gewisse Stufe, wenn man anfängt, oder wie? Ach so, die fangen... Das sind ja schon vorgefertigte Charaktere, glaube ich. Wenn du als Bettler anfängst, hast du natürlich nichts. Was ja auch Sinn macht. Das heißt, du kannst dann wahrscheinlich deine eigene Klasse selber machen. Und wenn du mit Samurai anfängst, dann hast du ja schon super eine gewisse... Gespannt. Selbst noch nicht gespielt, wollte ich gerade. Aber jetzt schaue ich mal. Ach, wolltest du selber gerade spielen? Okay. Ja... Ich würde sagen, dadurch, dass die Sachen ja schon vorgefertigt sind, würde ich sagen, fangen wir als Bettler an. Mit null, dass wir unsere Sachen selber konfigurieren können. Oder? Aber ich weiß ja noch gar nicht, welche Waffen, ich weiß auch noch gar nicht, welche Rüstung. Wir fangen naked an und müssen halt uns jetzt hocharbeiten, würde ich sagen. Das hört sich doch gut an, oder? So, der nackte Bursch. Du bist auch kurz davor zu kaufen und selbst zu spielen. Hast du bisher nur auf der Xbox gespielt? Wenn erst mit Maus das so hinbekommt, kaufe ich es mir auch für den Rechner. Dann gucken wir mal. Wir nehmen Typ A. Bei mir ist immer männlich. Ich bin nicht so der Typ, der weibliche Charaktere spielt. Ich will ja mich verkörpern hier in diesem Spiel. Deswegen nehmen wir Körper A. So, Name ist ja klar. Anna E. Fox. Oh Mann, schreiben kann ich auch nicht mehr. Weil mit dieser Tastatur kann ich nicht mehr schreiben. Anna E. Okay, richtig. Alter. Wir sind erwachsen. Ich kann aber nur nicht hier als Kind spielen. Ursprung Bettler Andenken. Ein Medaillon mit rötlichem Bernstein erhöht die maximale LP. Das Gold der Gnade leuchtet in den Augen der Menschen im Zwischenland. Benutze dies, um viele Runen zu erhalten. Eine goldener Samen Treibgut aus dem Zwischenland verbessert angeblich Heiligflaschen. Die Asche winziger Golems. Angeblich erhält diese Asche sogar Geister. Drei seltsame gesprungene Töpfe, die sich selbst reparieren. Behälter für bestimmte Wurfobjekte. Zwei Steinschlüssel in Schwertform.
Heben Siegel von Wichtstatuen auf, könnte jedoch nur einmal verwendet werden. 5 heilige Äste erfüllt von betörender Macht. Sie stammen angeblich von den Halbgott Miquella. 5 Portionen gekochte Garnelenfleisch erhöht Resistenz gegen körperlichen Schaden. Ihres Antlitz eines Adeligen, dessen Augen herausgerissen wurde, zieht die Aggression von Feinden ab. Also ich würde sagen, hier. Mehr LP ist schon mal sehr gut. Das machen wir. Grundvorlage auswählen. Okay, hier haben wir das. Das Aussehen wahrscheinlich. Aber können wir uns selber noch ein bisschen machen? Draconia sieht ja geil aus. Nachtvolk. Oder Nachtvolk. Matrose. Jawohl. Der Einzelgänger mit langen Haaren. Kein Wunder. Okay, ich glaube, der Nachtvolk sieht ja ganz geil aus. Detailliert. Alter, hatten wir doch schon. Kann man die jetzt auch hören? Kann man die hören? Nee, kann man nicht hören. Da die Hautfarbe. Gibt's was Rötliches? Kann man nicht irgendwie so graurot? Dann nehmen wir halt. Oh Mann, es ist wieder. Schatz Odin. Schatz Odin ist oben. Jetzt lohnt es sich nicht mehr, ihn zu holen. Das Schild oben. In letzter Zeit ist ihm alles viel zu heiß. Und dann ist er immer nur ganz kurz unten und dann will er immer ganz schnell hoch. Will was einlösen. Du willst was einlösen? Du willst Cat-Content einlösen? Ich verspreche dir, dass ich am Mittwoch ihn wieder hier runterhole, okay? Können wir da so einen Deal machen? Dann kriegt er halt hier Gesicht und Haare. Oh Mann, ey. Gesichtszüge anpassen. Oh, das wird jetzt wieder ewig dauern. Hole ihn runter, okay. Das ist wieder falsch verstanden jetzt hier. Okay, haben wir hier eine passende Frisur für uns? Guck mal hier ein bisschen. Ja, noch gefällt er mir nicht. Lange, männliche Haare. Dann nehmen wir hier diese Zopffrisur. Farbe. Gibt's da so ein... Gibt's da kein Farbrad oder so? Rote Haare natürlich. Der Glanz muss raus. Der hat doch keine fettigen Haare. Dunkler Wolf gewinnt bei 4, verliert gegen IT-Crowd. Wer soll als nächstes gegen Dunkler Wolf antreten? Dunkler Wolf erhält 44 Fox-Points. Wurzeldunkelheit. Was sind das schon wieder? Wurzeldunkelheit. Ach so, unten. Ja, von mir aus so ein bisschen dunkler Teint. Ein weißes Haar. So ein bisschen alt ist er ja schon. Also ich habe ja auch ein bisschen weiße Haare. So. Ich brauche... Buschige Augenbrauen. Das Gesicht gefällt mir noch nicht. Oh Mann, da müsst ihr jetzt leider durch. Das ist, glaube ich, das Elendiges des Tests. Hier diese Charakterbaum machen. Gesichtsbehaarung. Ah ja, da kommen die Gesichtsbehaarungen. So ein bisschen Haar. Als ob Wolf gegen mich gewinnen würde, kommt mir nicht so vor. Wolf? Da halte ich mich da raus. Das sind Stoppeln. So. Ja, dann mach halt viele Stoppeln. Wimpern, Augen. Feuerrote Augen. Augenweiß ist bei dem schwarz? So, ist ja auch ein dunkles Volk. Nee, komm, mach weiß.
So, Hautdetails. Poren, dunkle Schatten. Nee, nee, braucht man nicht. Kosmetik, Tattoo. Im Gesicht doch nicht. Augenklappe. Oh Mann, ey. Aber im Gesicht? Warum im Gesicht? Ah, dann kann man das Gesicht noch ein bisschen verfeinern mit ähnlichem Gesicht. Vielleicht ist da noch irgendeins, was er dann eher von mir aus das. Gut, er sieht halt trotzdem aus wie so ein Gollum. Aber das lassen wir einfach mal. Körper ändern. Muskulatur vor allem. Weil du gerade den Kopf bearbeitest. Körper kommt später. Körper kommt später. Okay, gut. Körperbehaarung. Nix. Ich bin kahl. Ah, da kommen wir. Ja, so ein bisschen. Wieder halt, wie bei Dragon's Dogma, ein bisschen realitätsnah. Brust. So, der Lauch. Alles ganz nach links. Wir wollen ja nicht übertreiben. So ein bisschen Bizeps habe ich ja schon. Leg Day habe ich immer geskippt. So. Kommt auf Ernährungszustand an. Und Brust, ja, Brustmuskeln habe ich schon ab und zu von den ganzen Liegestütze machen. Und Kopf. Weißt du, wie groß mein Kopf ist? So, denke ich mal. So, und, Gesicht gefällt mir halt null. Ah, da machen wir das. Einigermaßen. Ja, okay, von mir aus. So, nehmen wir als Favorit speichern. Hier. Und los geht's. Ich hab eine Keule. Halt, stopp. Warte. Ich hab eine Monobraue. Warum habe ich eine Monobraue? Ich kann doch keine Monobraue haben. So. Das ist okay. So, jetzt bin ich zufrieden. Okay, los geht's. Beenden. Jetzt bin ich mal gespannt. Vor allem, wie die ganze Steuerung funktioniert. Vor allem, wie die Grafik wird. Was habe ich nochmal eingestellt? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe auf Maximum. Tell a story. The great Elden Ring was shattered. Herr der Ringe? In our home, across the fog, the lands between. Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. Schwert will ich haben.
A war leading to a battle. Der ist groß. By the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead, who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Das ist ja ein fröhliches Spiel. Chieftain of the Badlands. So viel Freude. So viel Spaß. Deathbed Companion. The loathsome Dung Eater. Dann so viel Liebe. And Sir Gideon Othmir. The All-Knowing. Okay. Auch nur 6 verschiedene Enden. Alle Happy End. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. Ja, so ist realistisch. Ich fange nackig an. So muss das sein. Nichts mit der vorhergegebenen Rüstung und Waffe. Become the Elden Lord. Ah, das meinst du mit Elden Lord, okay. So, geht jetzt los? Ring von Mirakel. Okay, und jetzt? Wo sind das andere Spieler? Ah, okay. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Escape ist was das? Okay, wir haben eine Ausrüstung. Mirakel. Mirakel-Vip. Über das Ausrüstungsmenü könnt ihr Waffen, Pfeile, Bolzen, Rüstung, Talisman, Objekte ausrüsten. Ihr könnt bis zu 3 Waffen je Hand ausrüsten. Die Aktionen jeder Waffe unterscheiden sich je nach Hand und die Waffe führt. Mirakel-Vip, ha ja. Ist die doch, oder? So als letztes Ding anzufangen ist ja auch was. Ein Betthupferl ist das wohl kaum. Nee. Was? Ich hab's nicht verstanden. Okay, wir haben hier den Pumpernickel-Bernstein, Purpur-Bernstein-Medaillon. Nehmen wir eine Keule. Okay, also wir können 3 Waffen mit uns tragen. Pfeile haben wir. Bolzen für Armbrust, schätze ich mal. Absolut. Mal schauen, wie ihr weiterkommt. Mal gucken. Objektherstellung, Inventar. Über das Inventarmenü könnt ihr Objekte ansehen, die ihr trägt. Sie fallen lassen oder wegwerfen. Ihr könnt auch Werkzeuge aus dem Inventarmenü benutzen. Haben wir irgendwie Gewichtskapazität? Neue Funktionen können in der Anzeigeoption des Systemsmenüs aktiviert werden. Erstmalig erhaltene Gegenstände können mit markiert werden. Eine besondere Menü wurde eingerichtet auf... Achso, das sind halt schon mal die Sachen von der DLC, was neu eingerichtet wurde. Das ist alle Ruhen verlieren und zum letzten Ort der Gnade reisen. Ah, okay, das sind solche Dinger. Aber Gewicht habe ich, glaube ich, keins. Oder? Doch, da! 48,2. Oh, falsche Taste. Status. Über das Statusmenü könnt ihr eure Stufe, eure Attribute, Basiswerte und mehr überprüfen. Diese Informationen zeigen auch Änderungen an eurem Angriff, eurer Verteidigung und eurer Resistenz an, die durch ausgerüstete Waffen und Rüstung verliehen wird. Ah, die Attribute muss dann einer von euch dann mal erklären, irgendwann bei Zeiten. Welche Sinn machen? Ich denke mal, ich werde Nahkämpfer machen, schön ausweichen und so. Vielleicht auch Bogenschütze, mal gucken. Nicht genug auf meine letzte Nachricht eingegangen. Auf welche Nachricht denn? Ein Dropsteller Sau, machen wir. Du meinst, dass du nochmal auf mich zurückkommen wirst? Hab ich nicht vergessen. Ich bin standby. So,
So, hier haben wir einen Dropsteller Sau in, keine Ahnung, Gehirnfarbe. Okay, Sauer ist nicht mehr. Die haben einen Sauer verloren. Die sind auch mega alt schon, glaube ich, mittlerweile. Ja, die sind nicht mehr sauer. Die sind einfach nur süß. Aber es schmeckt gut, schmeckt gut. Die sind wahrscheinlich schon gar nicht mehr, wie heißt das? Gut. Also, ja, müssen wir mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, was für eine Klasse ich mache. Oh, seht ihr meinen Knackpo? Ich habe schon einen richtigen Knackpo. Siehst du öfters Gehirn? Oder wo erkennst du die Farbe? Ich muss sagen, ich habe Gehirn schon mal gesehen. In der Neurologie haben wir an offenem Gehirn gearbeitet. Bei Hirntumor. Also ja, ich weiß, wie Gehirn aussieht. Mehrspielermenü. Über das Mehrspielermenü könnt ihr diverse Mehrspielerobjekte benutzen. Wenn ihr ein Gruppenpasswort festgelegt, seht ihr mehr Nachrichten, Rufzeichen, Blutflecken, Phantome und so weiter von anderen, die denselben Passwort verwenden. Ah, okay, das sind Objekte von Mehrspieler. Gut, was haben wir hier? Beute, Gesten. Hey! Okay, da hat man schon mal seine Stimme gehört. Okay, wie sieht es hier mit der Grafik aus? Das wollte ich eigentlich gucken. Wir haben Einstellungen hochgemacht. Aber mal Maximum machen. Maximum. Dann ist alles Maximum, oder? Und Raytracing habe ich ausgemacht. Wir machen es. Wir machen mal auf Maximum. Da muss ich zum Titelbild zurück. Ich muss ja immer kurz testen, wie weit kann ich gehen. Deswegen gehen wir mal kurz zurück zum Titelbild, hieß es doch, oder? Ach komm, das machen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Ich will jetzt hier nicht das Spiel stoppen. Leckt's irgendwie so? Nee, gell? Läuft doch gut. Ich glaube schon. So, was haben wir hier? Das kennt man ja von, glaube ich, von Dark Souls. Diese Nachrichten. Viel Glück. Ist schon mal sehr nett, finde ich. Dass da jemand mir viel Glück gewünscht. Das finde ich gut. Applaudiere ich. Finde ich toll. Dass er hier mir Glück wünscht. Preiset. Nachricht. Preiset. Nachricht. Und dann etwas Unglaubliches. Das war... Jetzt muss ich... Nee, mach mal. Wenn ich die Nachricht jetzt preisen tue, kann ich da applaudieren irgendwo? Ui, bleibt der so Nagi? Wer ist... Ach, Nagi? Nee, da bleibt nicht Nagi. Grüner Apfel, kommt. Sag mal, hier. Grüner Apfel. Ja. Lecker. Ja, wir gucken einfach mal, was wir hier für Rüstung finden. Erstens viel Glück und dann preiset Nachricht. Ach so, das ist mit dem Applaudieren dann. Bitte überleg dir genau, was du glaubst und was nicht von dem, was andere so geschrieben haben. Was? Überleg dir genau, was du glaubst und was nicht von dem, was andere so geschrieben haben. Achso, du meinst, das sind auch vielleicht auch ein paar Troll-Nachrichten? Blutfleck berühren. Was ist das? Ohne Rüstung ist schon okay. Ohne Rüstung ist okay. Aber da überlebe ich ja nicht lang, wenn ich ohne Rüstung. Überreste plündern. Grunzlinger Finger der Befleckten. Mag der Pfad auch zerschmettert und unsicher sein, besteigt den Thron des Ehrenfürsts. Kann man irgendwie schneller aufs Inventar? Was ist das jetzt? Zum Schreiben von Nachrichten? Ah, damit kann man Nachrichten schreiben. Okay. Okay. Komm, was soll man reinschreiben? Machen wir mal. Ich möchte hier auch mal was schreiben. Nutzen. Über das Nachrichtenmenü könnt ihr Nachrichten. Bei Flucken siehst du, wie jemand anderes gestorben ist. Oh, okay. Über das Nachrichtenmenü
könnt ihr Nachrichten an Spieler in einer anderen Welt schreiben, die dies dort lesen, wo ihr sie hinterlassen habt. Ihr könnt das Nachrichtenformat ändern, um komplexe Nachrichten zu hinterlassen. Ihr könnt eure Nachrichten auch Gesten hinzufügen. Ihr könnt die Nachrichten anderer Spieler bewerten. Bewertet einen anderen Spieler und nachher werden euch LP okay. Vorlagen. Was können wir machen? Achtung. Reiset. Habt ihr eine Idee, was wir reinschreiben können? Es wäre geil, so irgendein Easter Egg von uns. Also wenn der Geist merkwürdig durch die Luft fliegt, ohne ersichtlichen Grund, ist Rennen wohl eine gute Option. Okay. So. Weil er gestorben ist. Ach, okay. Was haben wir denn? Oh ja, ich hab's. Nee, doch nicht. Oh, okay, ich hab's. Ohne. Hier, Punkt. Aber kann man selber Wörter schreiben? Geschrieben in der Nachricht. Ich glaube, man kann nicht selber schreiben, oder? Ich dachte, ich könnte jetzt selber schreiben. Oh Mann, ich war darauf nicht vorbereitet. Tu es. Einfach tu es. Es. Dann ist die Frage, was tun? Aber tu es einfach. Tu es einfach. Just do it. Ich predikte, dass wir den ersten Bus heute nicht mal sehen. Ja, okay, ich gehe ja schon. Ich habe den Wink schon verstanden. So, raus geht's. Beim Knackepo. Oh, ganz viele Blutflecken. Der ist einfach runtergefallen. Okay. Okay, also wir haben hier Schlagen mit der rechten, können wir ausweichen oder so. Okay, ausweichen mit Shift. Das ist nämlich das Wichtigste. Das ist zentrieren. Okay. Okay, wir können sprinten. Wir können ja auch Sachen kaputt machen, denke ich mal. Aber macht es Sinn, Sachen kaputt zu machen? Ist da vielleicht irgendetwas? Lügner voraus. Etwas Unglaubliches voraus. Ja, wenn man runterspringt. Und das meinst du wahrscheinlich mit den Lügen. Okay. Na gut, dann wollen wir mal. Nicht so lange Zeit verschwenden hier, aber ich glaube, es macht keinen Sinn, hier die Dinger hier kaputt zu machen. Es macht mehr Sinn, zu einem Gegner zu gehen. So, als wäre ich so blöd und würde hier runterspringen. Wir gehen natürlich ganz normal hier runter. Da ist nichts. Was sagt uns die Nachricht? Verrat voraus. Nachricht und dann Achtung, Geheimnis. Springe voraus. Diese Lügen hier. Darf man nicht trauen. Also los geht's, komm. Ich will jetzt den Gegner knoppen. So schwer kann das ja nicht sein. Wahrscheinlich mega easy, das Spiel. Das ist einfach nur Unsinn.
Das Spiel wird viel zu heiß gekocht, wie es gegessen wird. Objekt voraus. Achtung, Gefahr. Finger voraus. Aber Loch. Schnicks. Aber findet man hier auch Geheimnisse oder so? Glaub nicht, oder? Unerwartet, das bewölkt. Wie kommt man da hoch? Da kommt man nicht hoch. In der Luft rollen geht auch nicht. Hier ist schon mal... Wie ist der jetzt hier gestorben? Achso, der ist hier runtergesprungen. Das Idiot. Was hat er geglaubt zu finden? Da sind viele gestorben, aber wahrscheinlich aus Dummheit. Ich bin nicht dumm. Ich bin verpeilt, aber nicht dumm. Ich krieg das hin. Ohne zu sterben. Ich spiele das Spiel durch, ohne zu sterben. Das schaffe ich. Das krieg ich hin. Passiert ja noch nichts. Easy. Na? Jetzt. Okay, okay. So. Okay. Wie geht das jetzt hier? Ja, komm, wir kennen uns aus von Atomic Heart. Wie jetzt? Man stirbt recht schnell. Aber wir sind auch nackt. Dauert es jetzt so lange immer, wenn man stirbt? Man muss sterben, glaube ich. Ich glaube, man musste sterben. Das war so. Das schafft man ja. Wie hätte man denn jetzt auch geschafft? Hätte man den geschafft? Bestimmt. Bro, da kommt jetzt bestimmt eine Hand raus. Ah, okay. Nur ein Pferd. Haben wir da Mounts oder so? Boah, bitte nicht anschlecken. Mach das nicht. Ekelhaft. Don't worry, Torrent. Fortune Lady. Is on his side. We found him here, after all. Sieht sie aus? Ist die Schnieke? One of his kind. Ja, ich glaube schon. Nö, ich bin nur zum Spaß hier. Even if it does fight, will den Ring gar nicht. The Golden Order. Jetzt komm, wach auf. Du schläfst ja länger als ich. Du brauchst unbedingt Klamotten. Du verkältest dich nur. So, jetzt aber richtig. Flasche mit Purpurträger. Oh, meine Nachricht wurde jetzt gerade bewertet, glaube ich, oder? Richtig gut. Was haben wir jetzt bekommen? Stellt FP wieder her und stellt LP wieder her. Okay. Und das ist, um Nachrichten zu schreiben. Ob er das neu... Was? Ach, falsch. Oh, das ist typisch wie bei Dragon's Dogma. Immer die falsche Taste wieder gedrückt. Information untersuche mit R. Achso, das haben wir doch schon gelesen. Weg da. Ist es jetzt weg? Aber warum haben wir es immer noch? Wie kann man jetzt... Kann man das überhaupt wegwerfen? Boah, die Steuerung ist ja auch aus der Hölle. Man kann es nicht wegwerfen, oder? Gut, ist mir jetzt auch egal. Also,
Ah, Rumpf. Da leuchtet was. Die hat Anzeige, okay. Aber die muss ja jetzt nicht ständig da blinken. So hoch, daher Ufer suchen. Ja, da kommt man wahrscheinlich später hin. Aha, mit E kann ich einfach das HUD anzeigen lassen. Okay. Zeit für dieses Elden Ring. Seid ihr bereit? Denk schon. Die Höhle des Wissens liegt tief unten. Spring das Loch vor euch hinunter, um die Höhle des Wissens zu erreichen. Dort findet ihr Informationen zur Steuerung und grundlegende Aktionen wie andere Hinweise, die euch auf eurer Reise durch die Zwischenwelt helfen können. Das machen wir. Mit ihm reden. Okay, wenn du das sagst, machen wir das. Da lernt man auf jeden Fall was. Leider muss ich bald gehen. BTW, hast du Lost geschaut? Ich hab Lost, ich glaube die zwei Staffeln, zwei oder drei Staffeln. Ich glaube vierte Staffel war mir dann schon zu blöd irgendwann mal. Aber die ersten Staffeln haben mir echt gut gefallen. Bis es dann nichts mehr mit dem schwarzen Rauch zu tun hatte. Dann habe ich abgeschalten. Aber ja, ich habe Lost geschaut. Schade, dass du leider bald gehen musst. Wir beenden jetzt die Folge hier. Und dann ballern wir noch eine Folge rein, bis es dann zur Steuerung geht. Und dann gucken wir mal. Also bis jetzt gefällt es mir schon mal ganz gut. Das Setting gefällt mir. Aber ich habe ja auch noch gar nichts gesehen. End the episode. Ja, Elden Ring Folge 1 fängt ja schon mal echt ganz gut an. Ich meine, es ist ja noch nichts passiert, denn erst ein paar, das zählt aber auch nicht als Kill. Das ist einfach, das musste so sein. Das war einfach die Vorbereitung auf das, was kommt. Und zwar die Tatsache, dass ich einfach wahrscheinlich noch nicht das Tempo in diesem Spiel erlernt habe. Deswegen, ich denke mal, in Folge 2 werden wir ein bisschen mit der Steuerung uns auseinandersetzen. Und dann werde ich der Master of Disaster. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. In diesem Sinne, euer Fox. Fox out. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.